Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit in den Bikepark Schöneck zusammen mit der lieben Nina. Wir machen wieder einen kleinen Biketrip, diesmal gesponsert von unserem gemeinsamen Partner Matziak Offroad. Ich habe auch gleichzeitig wieder einen Rabattcode für euch, der eine Woche lang gültig ist. Dazu findet ihr den Code und einen Link in der Videobeschreibung. Und falls ihr das Video ein paar Wochen später seht, jeden zweiten Monat bringe ich wieder einen Rabattcode raus und aktualisiere ich das auch in diesem Video. Das heißt, wenn der Datum gerade passt, dann ist dieser Code auch wieder aktiv. Und ja, Matziak Offroad sponsert den kleinen Biketrip. Wir waren nämlich gestern auf einer Sommergala. Da war auch der Fabio und die Liz mit dabei und viele andere Leute. Und dort habe ich das erste Mal, wirklich das erste Mal in meinem Leben einen Anzug getragen. Also wie nennt man das? Sakko und so eine schicke Hose. Ich blende euch mal ein paar Bilder dazu ein. Mich würde interessieren, ob ihr findet, dass ich darin schick aussehe. Heute Bikepark Schöneck. Das Wetter ist so einigermaßen, also vorhin hat es sehr viel geregnet. Ich wollte eigentlich hier einen Trail-Check machen von allen Trails, deswegen weiß ich nicht, wie die Aufnahmen heute werden. Erst recht, wenn es wieder anfängt zu regnen. Wir schauen es uns gemeinsam an und ich wünsche euch viel Spaß beim Dabeisein. Los geht's. Die Zeit tickt, Leo. Guck mal, die Sonne kommt sogar noch raus. Extra für, die habe ich bestellt, die habe ich mitgenommen aus Wien, deswegen regnet es dort jetzt. Schaut mal, was ich von der Nina geschenkt bekommen habe. Ein Peach Army Buff. In Leopardenlook. So, es geht los. Ich habe heute das Stumpjumper mit dabei, weil wir wollen morgen auch noch in den Trailpark Klino weg und ich glaube, da ist ein Downhill-Bike bis auf die Downhill-Strecke wahrscheinlich nicht so angebracht. Und ja, mein Lieblingsbike zurzeit, das Demo fahre ich auch sehr gern. Aber ich habe jetzt bei Specialized etwas geordert. Das will ich auch endlich jetzt doch haben. Also hier gibt es einen Automaten. Und hier kann man das Ticket, ja, das ist so praktisch. Guck mal hier. Stunden, wir gucken mal, was hier möglich ist. 4 Stunden Bike, 2 Stunden. 4 Stunden, da wir am Mittag gekommen sind. 21 Euro. Bezahlung starten. Okay, das ist mega praktisch hier. Okay, nice. Also, das muss ich sagen, ist mega praktisch. So, ich habe jetzt ja ein neues Schaltwerk und habe jetzt auch eine alte Kassette drauf gemacht, weil meine letzte Kassette ist kaputt gegangen. Und die hier, das ist eine XCR-Kassette. Und an diesen Ritzeln hier, das ist auch ein bisschen lose, knackt das richtig extrem. Also da, ich mag zwar Shimano sehr, aber für XCR, für den Preis, da bin ich ein bisschen enttäuscht und das Blöde ist jetzt, ich wollte eine XC-Kassette bestellen, aber die ist nirgendwo verfügbar. Es wird kritisch. So, hier sind wir am Einstieg. Leo, ich glaube, da habe ich mich mal ordentlich auf die Fresse gehauen. Wer? Hier. Dich? Ja. Dich? Es dämmert langsam. Das geht jetzt ewig so im Wald. Das ist voll witzig mit so ein bisschen Tables, glaube ich. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Sorry. Aber das ist das Erich Plopp Trail. Genau, das ist schon mal ein Trail, 1,3 Kilometer lang. Blau, Wetter ist jetzt perfekt. Jo. Es regnet nicht mehr von oben, weil das Problem ist halt immer, wenn es regnet, wird die Linse nass und dann seht ihr einfach gar nichts mehr und ich bin dann ständig am Wischen. Und wenn es einmal so Schlieren gibt oder anfängt zu beschlagen, dann war es einfach mit der Aufnahme. Deswegen hasse ich es. So, es geht endlich los. Ach so, Brille. Man kennt's. Okay, soll ich vor oder du? Du. Dann. Spaß. Das geht's. Der Boden sieht mega geil aus hier. Ich sag, der Boden sieht mega geil aus. Thank you.
irgendwas stimmt mit dem Fahrrad gerade nicht. Moment. Ah, das sieht saugeil aus hier. Das sieht richtig geil aus. Was hast du? Umfahrung, warte mal. Warte, Nina. Da auch. Ich glaube aber, das hier ist gesperrt, weil der hier so drin steht. Erich Pop Train. Okay, hier würde man rauskommen. Also ich weiß echt nicht, ob wir nicht den hätten fahren dürfen, weil das Band war ja offen. Aber okay, das, es bleibt an euch als Überraschung, den Rest noch abzuchecken, wenn ihr hier seid. Da unten ist schon der Sessellift, das heißt, es geht wieder hoch. Ich helfe dir, Moment. Das schaffst du. So, jump in. So, es gibt hier zwei Karten. Einmal hier den Mosenbank, Pfad-Trail und Bärwurzel-Trail. Und dann hier gibt es nochmal die Downhill und die Jumpline. Und wir sind eben den, wie hieß der, Erich Pop-Trail gefahren. Und hier gibt es noch einen Übungsparcours. Das ist hier der. Ganz, ganz viele Lines. Ach so, das muss man einhängen. Ich habe es festgehalten. Das habe ich gerade gesehen. Ich fahre jetzt da und dann. I follow you, Leo. Okay. Geile Jumps, schön gebaute Tables. Fahren wir hier raus, weil das so schön war. Der ist recht steinig, dadurch ein bisschen rutschig. Und das Hinterrad macht, was es will. Rechts, links. Oh. Genau.
Also ich habe jetzt die Alternativline da, die Nummer 4 habe ich jetzt nicht abgecheckt. Mittlerweile sehe ich so bei den Trailchecks für euch in Bikeparks, denke ich mir, man muss gar nicht alles zeigen, sodass für euch auch noch eine Überraschung bleibt. Aber halt die wichtigsten Sachen, also halt Downhill oder Jumpline und sowas, so die interessanten Sachen, das auf jeden Fall. Aber so ein paar Alternativlinien, das könnt ihr dann selbst abchecken. So, also hier auf dem Parcours kann man die verschiedenen Lines fahren und in der Seite wieder hoch und wieder runter und hoch und wieder runter. Sind 1, 2, 3, 4, 5, mindestens 5 verschiedene Lines sehe ich von hier aus. Bestimmt noch ein paar Abzweigungen. Ziemlich cool. Da sind da Tables zum Üben, North Shores. Da vorne eine richtig geile Drop-Batterie. Also diese Drop-Batterie, muss ich sagen, ist richtig gut, weil der kleine Drop, wenn man sich da rantasten möchte, macht man das mal auf den ganz kleinen Drop so 10 Versuche. Wenn man ein gutes Gefühl hat, geht man an den nächsthöheren Drop, da auch mal 10 Versuche, wenn die gut gegangen sind und man nicht im Krankenhaus gelandet ist. Nee, geht schon. Dann auch auf den großen. Also groß ist auch echt super gut zu springen. Man braucht ihn nicht schnell anzufahren. Droppen üben auf jeden Fall hier. So, wir fahren jetzt auf die Jumpline. Der Finn Hoffmann fährt uns mal vor und zeigt sie uns. Und ja, dann. Ja, wir müssen ab noch. Los geht's. Oh. Okay, hier ist ein kleines Gap. Ja, da geht er ganz schön ab, der Junge. Nice. Bei den ersten hast du dich ganz schön überrascht, wo du rausgeflogen bist, ey. Ja, das machen wir immer so. Ja. Deswegen haben wir die Landung auch da drüben auf dem Freien gemacht. Achso, baust du hier ein bisschen mit, oder was? Ja, hin und wieder mal. Ja, sehr nice. Dann weiter geht's. Der Finn sendet die ganze Zeit hier über die Großen drüber, also über die Roten, mit der roten Flagge. Ja. Ich springe da ein bisschen blind hinterher, aber wenn ich ungefähr weiß, wo er hinspringt, dann geht das. Und ja. Wow! Wow! Da sind doch schon ein paar Gaps dabei. Da muss man schön laufen lassen, dass man drüber kommt. Ja, also da empfehle ich euch auf jeden Fall, mit jemandem hier lang zu fahren, der die Strecke schon kennt. Weil sowas bin ich überhaupt nicht gewohnt zu springen. Nee? Nee, so gerade so steile Kicker, wie die da oben waren. Das erste Mal bin ich in Oberhof die gesprungen. Mhm. Dann das letzte Mal Wechseltrails und hier das dritte Mal so eine Jumpline. Ja. Aber lief gut. Ja. Oh, jetzt war ich zu langsam. Schiff, komm. Ihr habt's gehört. Jetzt muss ich mal ein bisschen schneller. Ja, das war's dann schon von der Jumpline. Ja, wenn ihr es euch anschauen möchtet, dann natürlich erstmal die grünen Fähnchen mitnehmen. Es sei denn, ihr könnt einsehen, was der rote für ein Jump ist. Weil manchmal waren da schon Gaps dazwischen. Aber es ging eigentlich alles, wenn man die Geschwindigkeit mitgenommen hat und nicht gebremst hat. Nina. Dankeschön. Kein Ding. Von wegen, schlechtes Wetter. Jetzt kommt sogar noch die Sonne raus. Das passt mir aber gar nicht für die Aufnahmen.
weil dann ist das so ein hartes Licht und dann gibt es so Schattenwürfe und das gefällt mir nicht. Das ist dann schlecht, schlecht für das Video, für meine Zuschauer ist das schlecht. Ja, ist so. Lieber so Wolkendecke, mega geil. Den Unterschied seht ihr jetzt im Video. Wenn wir jetzt auf die Downhill fahren, dann werdet ihr das sehen, wenn dann so das Licht durchscheint, die Schatten wirft, sieht man nicht ganz so viel als wie eben auf der Jumpline. Pro Sonne. Pro Sonne? Dagegen Wolkendecke. Seid ihr eher für Wolkendecke oder für Sonne? Das Filmen so ist okay. Ist eh nicht die prallste Sonne. Ja, das stimmt schon. Es ist kein hartes. Aber es ist da, ich sehe da schon Schatten. Ist endlich mal. Und das gefällt mir nicht. Hä? Im Wald ist dann so voll so, die Kamera weiß nicht, was sie belichten soll, hell oder dunkel, und dann kommt da so ein Kriegelkrögel dabei raus. Fuck, ich muss Brille anziehen, warte mal. Scheiße. Brille, Moment, Nina. Die ist ständig gefilmt. Ja. Wir fahren jetzt die Roll Rock Downhill Strecke. Und wir müssen sie schnell fahren, denn es gibt nur mehr 13% Akku. Genau. Let's go. Let's go. Ich versuche. Ich fahre sie jetzt gerade zum ersten Mal. Deswegen muss schon schauen. Safe fahren. So, okay, das war anscheinend richtig. Man muss dann halt ein bisschen über die Jumpline. Dann nehmen wir die halt noch mit. Und dann glaube ich hier rechts raus gleich. Hier, okay. Okay, das heißt, man kann auch diesen Parcours fahren und dann in die Downhill rein. Rad weggegangen. Drop. Muss ich kurz angucken. Oh ja. Der war gegangen. Okay, also bis jetzt gefällt mir das sehr. Kann man auch gut mit dem Trailbike fahren. Sind keine hohen Stufen, keine krassen Steinfelder. Macht Spaß. Der Drop war okay, aber muss halt manche Sachen muss ich mir anschauen. Das kann ich nicht einfach so rüber. Okay, das war die Downhill-Strecke. Ich habe eben jemanden gesehen, der ist in einer anderen Linie runtergekommen. Der wird wahrscheinlich noch was Neues gebaut. Aber da habe ich noch keinen Einstieg gesehen. Wahrscheinlich darf man da noch nicht fahren. Und ja, also die machen hier noch ein bisschen was. Ich finde es hier mega mäßig geil. Ja, liebe Zuschauer, das war's von einem Tag im Bikepark Schöneck. Wie eben erwähnt, habe ich noch ein paar Linien nicht gefahren. Also auf den einfachen Strecken. Und ich habe auch gehört, auf der Downhill gibt es auch noch ein paar andere Alternativlines. Das heißt,
wenn euch das interessiert, könnt ihr das selber nochmal hier entdecken. Und ja, ist auf jeden Fall auch was für Anfänger. Jetzt ist eben der Akku von der GoPro leer gegangen. Was ich noch sagen wollte, der Bikepark ist auf jeden Fall auch was für Anfänger, wegen dem Übungsparcours. Verschiedene Drops, die ich euch aus dem Lift ausgezeigt habe, zum Rantasten sehr gut. Erstmal an den kleinen, dann an den mittleren und dann an den großen Drop gehen. Ist die gleiche Technik, ist einfach nur Kopfsache. Viele verschiedene Anlieger-Lines. Also ich denke auch, wenn hier viel los ist, kommt man hier gut zum Fahren. Der Lift ist etwas langsam hoch, hat man Zeit, sich auszuholen und zu quatschen. Aber viele Abfahrten schafft man dann natürlich im Vergleich zu manch anderen Bikeparks nicht. Sonst haben mir die Strecken sehr, sehr gefallen. Ich muss sagen, die Jumpline war, also es hat gut geklappt, aber auch nur, weil der Finn vorausgefahren ist. Wäre er nicht, hätte ich das, glaube ich, so nicht gesprungen, weil ich es so nicht gewöhnt bin oder geübt bin, solche Jumps zu springen. Aber macht auf jeden Fall megamäßig Spaß. Die Downhill-Strecke ist ziemlich cool. Und ja, für Anfänger auch auf jeden Fall dieser Erich Pop Trail. Liebe Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Checkt auch mal auf Ninas YouTube-Kanal. Sie hat auch heute ein Video gemacht und da ist sie. Sie sieht nicht ganz so gut aus wie ich, aber auch eine recht interessante Person. Und sagt doch mal, bei wem sieht dieses Buff besser aus? Bei Nina oder bei mir? Schalt das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.